Hallo ihr Lieben, ich freue mich heute auf das Gespräch mit Jeanne Roland. Ich denke, dass ganz, ganz viele von euch sie kennen. Ich stelle sie trotzdem noch mal ganz kurz vor. Jeanne war viele, viele Jahre Flugbegleiterin und hat die ganze Welt bereist. Sie hat sehr, sehr viele Bücher geschrieben und Kartendecks und Meditationen erschaffen, kreiert. Und ich freue mich auf das Gespräch heute, was wir heute führen werden. Herzlich willkommen, liebe Jeanne. Und ich freue mich sehr, dass du beim Engelfestival in Liebe leben dabei bist. Ja, ich danke euch für die Einladung. Und auch ich möchte gerne alle Zuschauer begrüßen zu diesem wunderbaren Interview und auch zu diesem wunderbaren Kongress. Und möge es für alle ein großer Segen sein. Ja, schön. Ja, ich würde sehr gerne heute so mit dir über die fünfte Herzkammer sprechen, über die vielleicht auch ein bisschen heilige Geometrie und was sich noch so ergibt. Aber zunächst würde ich dich gern bitten, so ein bisschen über deinen Weg zu erzählen. Ne? So, ob du auch diese geistige Sicht, diese geistige Wahrnehmung, hat sich das bei dir nie verloren? War das immer da oder wie können wir uns das vorstellen? Ich glaube, es ist in jedem Menschen immer vorhanden. Mhm. Ich hatte da schon als Kind die Sichtigkeit, aber ich habe natürlich auch viele Ausbildungen gemacht. Ich bin viel in der Welt rumgereist. Ich habe Raja-Yoga gemacht und habe in Indien die Einweihung ins Kriya-Yoga bekommen, ins Raja-Yoga. Ich habe eine Alchemie-Ausbildung gemacht. Ich war an sehr vielen Plätzen der Meister und Meisterinnen. Ich habe viele innere Einweihungen erfahren. Ich habe die Strahlen- und Engellehre in der USA gemacht und auch Energiearbeit. Und von daher, denk immer so an die Alchemie, die sagt, lerne die Regeln, bevor du sie brichst. Mhm. Ah ja, schön. Und daher ist da schon sehr viel fundiertes Wissen hintendran. Allerdings hatte ich nie vor, damit nach außen zu gehen. Für mich war das einfach mein ganz persönlicher Weg, der mir geholfen hat, vieles in einem größeren Blickwinkel zu sehen und auch viel Segen und Gutes zu bewirken, wo immer ich bin. Denn Lichtarbeit beschränkt sich ja nicht auf irgendeinen Raum oder auf irgendeine Position, sondern wo wir auch immer sind in der Welt, können wir das Herz öffnen, können das Licht ausdehnen, können Segen bringen, können Harmonie herstellen. Und das geschieht eben, wenn wir im Innen erwachen. Und ich habe es immer geliebt, so im Feld unterwegs zu sein, da, wo ich gerade bin und zu schauen, was kann ich tun, wo kann ich unterstützen, wo kann ich helfen. Auch sehr viel in der Natur, ne? So, ja. Und auch so mit den Naturwesen hast du ja, glaube ich, auch Kontakt. Und das finde ich auch ganz wunderschön. Vielleicht hast du da Lust, noch mal was zu sagen zu Naturwesen. Vielleicht auch, wie sie uns so auch helfen können, in Liebe zu leben. Ja. Die kleinen, feinen Wesen der Natur, die liegen mir natürlich besonders am Herzen. Wenn wir mit ihnen Kontakt aufnehmen, überhaupt mit Mutter Natur, die ja für mich auch das göttliche Feld ist, dann können wir sehr viel Einweihung erfahren, wir können viel Medizin gewinnen und wir werden gut geführt in dem Feld. Und für mich ist es ganz wichtig, in der Natur zu meditieren, am Baum zu sitzen, auf dem Stein zu sitzen, abzuwarten, zu schauen, zu erleben. Und ich habe da schon viele kleine und große Wunder erlebt und auch zu helfen. Ja, weil wir Menschen hinterlassen mit Sprache und Energie einen Abdruck in der Natur. Und die Natur formt sich in unsere Energie hinein. Das können wir zum Beispiel feststellen, wenn wir in Japan sind oder wenn wir in Amerika sind oder in Kanada oder auch hier in Deutschland. Schon der Unterschied der Natur von Deutschland, Schweiz und Österreich, ja, ist enorm, wenn wir mal wirklich betrachten, was Sprache und Energie ausmacht und wie wir die Natur mitformen. Und von daher hatte ich ein sehr berührendes Erlebnis in der USA. Da war ich in einem Garten von einer wundervollen Engelfrau und sie hat jeden Tag in dem Garten gesessen und hat einfach aus dem Herzen ihr Licht verströmt, hat mit den Naturwesen kommuniziert
Und es war faszinierend, alle Stacheln, das waren viele Kakteen in dem Garten, sind weggegangen. Also alle Stacheln haben sich zurückgezogen und die ganze Natur hat geblüht. Ja, die Kakteen hatten teilweise 100 Blüten, ja, und hat sich wirklich entfaltet in der höchsten und schönsten Kraft. Mhm. Ja, und es macht ganz viel aus, wie wir uns in der Natur bewegen, wie wir in Kontakt treten. Es hat viel mit Achtsamkeit zu tun und Respekt auch, ne, der Natur gegenüber. Und sie gibt uns alles in Hülle und Fülle. Sie inspiriert uns, sie hilft uns, wenn wir uns auch ihr öffnen und mit ihr zusammenwirken. Mhm. Und es gibt für jeden Ort gibt es Hüter, ja. Und wenn wir uns mit den Hütern der Orte und der Natur verbinden, dann werden wir auch oft geführt in wirklich, ich kann es gar nicht, magische Kraftorte oder auch in andere Dimensionen, oder wir empfangen Rezepte oder Ideen, oder sie inspirieren uns auch, ja. Und von daher habe ich immer, für mich ist die wichtigste Regel, wenn ich in der Natur bin, wenn ich Wasser dabei habe, Boot dabei habe, der erste Schluck ist für Mutter Natur, der zweite für mich. Wenn ich ein Boot habe, dann teile ich mein Boot. Ich lege immer ein bisschen an den Wegesrand, weil ich weiß, da sind die unsichtbaren Feen und die freuen sich darüber. Das reicht eigentlich, sie wirklich zu registrieren oder auch mal mit ihnen in Kontakt zu treten, da zu sein und achtsam zu sein. Mhm. Und es gibt noch eine zweite Regel: verlasse einen Platz immer besser, als du ihn vorgefunden hast. Das sind so Kleinigkeiten, die jeder von uns tun kann, wenn er in der Natur ist, und die Natur wird antworten. Wie kann man das machen, den Platz besser verlassen? Einfach, indem man sein Licht dafür strömen lässt? Oder, also ich singe zum Beispiel auch oft. Genau, singen oder auch einfach einen Moment dort verweilen, ja, im stillen Herzen, den Herzschlag hören der Bäume, den Herzschlag hören der Blumen, den Herzschlag hören der Natur, einfach sich mit dem Herzschlag verbinden. Mhm. Und zum Beispiel Müll einsammeln, ja, oder auch ganz praktisch was tun, ja, oder einfach auch eine Zeit lang mal segnende Energie verteilen. Die Naturgeister lieben das, wenn wir sie segnen, wenn wir einfach da sitzen im Stillen, die baden da drin, die reinigen sich da drin, die tanzen darin, und das ist einfach wunderbar. Genau. Und auch so was, wenn man was nimmt, auch fragen. Ne? Ich mache zum Beispiel immer grüne Smoothies mit Wildkräutern und dann einfach auch fragen, was darf ich nehmen? Oder ich sage immer am Anfang, wer möchte mitkommen, und dann lasse ich mich führen. Das ist wunderbar. Es gibt immer Mutterpflanzen, die sehr entscheidend sind für die Natur, weil sie immer wieder Neues erschaffen. Und das ist einfach auch wichtig, wenn wir mit der Natur in Kontakt treten, dass wir das nehmen, was sie uns, wo sie sagt, das ist in Ordnung, und das lassen wir stehen, weil das einfach auch wichtig ist für die Wiedererneuerung, für die Regeneration. Ja. Mhm. Das ist sehr schön. Ja, genau. Ja, ganz schön. Und ich glaube, was sicherlich auch wichtig ist, ist einfach auch mal in Stille in die Natur gehen, ne? So, was ich oft so beobachte, dass die Leute reden und reden und reden. Und also ich zum Beispiel bin am liebsten alleine unterwegs im Wald und so. Ach, ich finde, das kann jeder so machen, wie er möchte. Ich glaube, einfach wichtig ist, so mit dem inneren Herzen, aus dem inneren Herzen heraus in der Natur zu sein und für sich zu verweilen, ein bisschen wahrzunehmen. Und vor allem, wenn Dinge geschehen, die uns gezeigt werden, auch von den Naturgeistern, können wir immer fragen, bitte sende mir ein Zeichen. Und die Natur schickt uns Zeichen, weil es ist das lebendige Feld, ja, das uns immer antwortet. Und das ist einfach wunderbar, in dieser Kommunikation zu sein und immer mehr in diesem lebendigen Feld Gottes, sage ich mal, oder im Garten Gottes zu erwachen. Mhm. Ja, und immer mehr zu registrieren, das lebt alles, das ist alles erfüllt mit vitaler Lebensessenz, und dieses Feld ist lebendig, es antwortet uns, es kommuniziert mit uns, es hilft uns auch, Heilung zu finden, den nächsten Schritt gehen zu können, Entscheidungen zu treffen, ja, oder auch einfach mal ganz still in den Frieden, in uns zurückzukehren und in der Schönheit der Natur zu verweilen. Mhm. Kannst du was zu den Zeichen sagen? Ich glaube, das ist nicht jedem immer so klar, was alles Zeichen sein können. Nun, mein Lieblingsbeispiel oder das gravierendste: wir haben eine Gruppe, wo wir das geübt haben, diese Zeichen der Natur zu erkennen, auch das ein bisschen zu schulen. Wir können jede Frage stellen, die wir auf dem Herzen haben, und dann heißt es, so einen Moment zu verweilen und die Zeichen zu beobachten. Für mich war das gravierendste oder stärkste Kollektive, was geschehen ist, als damals Bruno, der Bär, nach Deutschland kam.
Hier waren, ich weiß nicht, waren das Weltmeisterschaften, das Spiel Deutschland gegen Italien. Mhm. Und Bruno der Bär, man muss sich vorstellen, nach 170 Jahren kommt aus Italien ein Braunbär nach Deutschland. Bruno der Bär oder der Bär ist das Wahrzeichen von Berlin. In Berlin hätte das Endspiel stattfinden sollen. Und sie haben ihn gejagt bis zum Schluss und mit zwei Schüssen erledigt. Ja. Und ich habe dann morgens geschrieben, das Spiel wird so ausgehen, es wird ein langes Spiel mit einer großen Hetze und es wird in den letzten Minuten mit zwei Schüssen wird das vorbei sein. Mhm. Und da gab es einen großen Aufschrei, woher weißt du das? Und er hat gesagt, beobachtet das Feld. Unsere Vorfahren hätten diesen Bär gebobbelt, ja, gehütet. Sie hätten das als ein wunderbares Zeichen gesehen, aber wir haben verloren, mit der Seele der Natur zu kommunizieren und die Zeichen zu erkennen, sowohl jeder Einzelne wie auch im Kollektiv. Ja, das sind Dinge, die geschehen dann und das ist doch ein Wunder im Grunde genommen und es ist so ein deutliches Zeichen. Ja, aber es gibt natürlich auch die kleinen Feinzeichen. Ja, wenn ich bestimmte Vögel sehe, da weiß ich, okay, der denkt an mich oder das und das ruft. Also ich habe so meine persönlichen Wegweiser, die jetzt nicht so allgemeingültig sind. Deswegen habe ich auch das Beispiel vorher gebracht. Und da weiß ich einfach, okay, das kommt, der ruft an, mit dem bin ich verbunden. Ja, ich kann einfach dieses Netz beobachten, spüren und erkennen, um was geht's jetzt. Oder die Natur gibt mir ganz deutliche Zeichen, warte ab, ja, oder schreite jetzt voran. Manchmal findet man auch Gegenstände wie stabile Stäbe oder kleine Stöcke oder besondere Gabelungen. Ja, und so kriegt man immer auch diese Wegweisungen für seinen persönlichen Weg. Und das funktioniert mit allem, auch wenn wir auf der Autobahn sind, können wir fragen, irgendeine Frage stellen und dann schauen, was begegnet uns an Zeichen auf Schildern, an Zeichen in der Natur, ja, und das Feld antwortet uns immer, immer, ja. Ja, weil wir wirklich mit allem verbunden sind und weil alles aus der Seele, alles hat Seele, alles ist verbunden, ja. Ja, genau. Oder auch wenn wir nicht wissen, wie soll es weitergehen, zum Beispiel Wasser, fließendes Wasser. Dann verweilt man einfach mal am Bach, genießt dieses ewige Fließen und Strömen. Und dann kommt man schon wieder auch in eine Entspannung, weil alles fließt, alles strömt. Ja, und das, wir können es loslassen, wir können es abgeben, wir können geschehen lassen und wir können wirklich wieder lernen, der Schöpfung zu vertrauen, dass sie uns das bringen wird, was richtig für uns ist. Der Bach führt auch viel vorbei, ja. Mhm. Da gab es auch schon Momente, da kam dann ein kleines Zettelchen oder ein Stöckchen oder irgendwas, eine Blüte angeschwemmt, wo ich wusste, okay, alles ist gut, ja. Mhm. Oder man macht das Radio an und dann kommt ein bestimmtes Lied oder eine bestimmte Ansage oder so, ne? Und ich meine, es ist natürlich auch so, wenn wir anfangen, die Pflanzen als Wesen zu sehen, ja, und die Bäume als unsere großen Brüder und Schwestern im Schamantum werden sie Standing People genannt, also die älteren Geschwister sozusagen, dann, soll ich sagen, dann ist auch kein Zufall, was zum Beispiel in unserem Garten wächst. Ja, die Pflanzen schleichen in unseren Garten und die Pflanzen bringen uns immer das, was wir brauchen, auch wenn es vielleicht für uns gerade wie Unkraut anmutet, damit wir in seelische Balance wiederkommen. Ja, sie haben alles für uns bereit, weil sie immer wieder, die Natur ist immer wieder daran interessiert, alles in Balance zu bringen, in Ausgleich zu bringen. Und man kann anhand der Gärten der Menschen erkennen, welche Krankheiten dort sind und was in Balance gebracht wird. Aber wir haben diesen Bezug verloren. Ja, wir sehen das als Unkraut, wir ärgern uns darüber, wissen nicht, dass die Brennnessel gerade kommt, weil es eben darum geht, dass wir mal entgiften zum Beispiel. Ne? Ja. Ja, das ist schade, ne? So, weil man eigentlich gerade so durch die Wildkräuter auch, bekommen wir ja auch alles, was wir brauchen. Und ich finde auch immer, mir geht es auch immer darum, dass sie einfach da wachsen, wo sie wachsen möchten, ne? Und nicht in irgendeinem Gewächshaus oder so, ne? Das ist immer einfach, die suchen sich ihre Plätze aus. Aber ich denke, auch da gibt es mittlerweile genügend Menschen, ne? Ich bin zum Beispiel der... Ja. Dieter Stoll, wunderbar, der das genau. Ganze öffnet oder viele andere, die jetzt da uns Wege zeigen, uns nochmal wieder zurückführen in den Garten Gottes. Ja. Und da ist auch mal wichtig, dass wir beides sehen. Ja. Das, was nicht ist und das, was ist und in dieser Fülle den Weg wählen, der für unser Herz gut ist. Und das verstärken, was wir mehr in der Welt sehen möchten. Mhm. Ja, schön. Ja, ich würde gerne noch mal so zu der fünften Kammer im Herzen kommen.
Was kannst du uns so darüber sagen? Ja, die fünfte Kammer des Herzens war für mich eine Offenbarung. Ich habe damals mit der Gudrun Ferens zusammen die heilige Geometrie erforscht. Und es war sehr spannend, weil sie ist nicht was, was da draußen ist, was man bemessen und berechnen muss. Sie ist etwas, aus dem wir bestehen. Ja, und da wir aus ihr bestehen, haben wir einen natürlichen Zugang. Und oft geht es nur um das Erinnern. Und die fünfte Herzkammer, das ist dieser... Also ich muss einfach mal so ein bisschen ausholen. Ja? Gerne. Ich finde, der wichtigste Weg, den wir machen können, ist vom Verstand ins Herz. Und der Geist muss sich letztendlich vor dem Herzen beugen, um in die Liebeskraft, in die Liebe einzutreten. Das ist auch für mich Demut. Demut bedeutet, dass der Geist sich vor dem Herzen beugt und dass wir Mut haben, aus dem Herzen zu leben, aus dem Herzen zu sprechen und in unserem Herzen zu sein, weil da sind wir verbunden mit allem. So für mich ist die Weihnachtsgeschichte die Verbundenheit mit allem. Da ist die Dreieinigkeit. Das männliche Prinzip, das wir haben mit der rechten Seite, das weibliche Prinzip, das wir in uns haben durch die linke Seite und das göttlich-kindliche, das wir haben genau im Zentrum. Also die Dreieinheit, Gott, Vater, Mutter und Kind in mir. Dann haben wir die Natur. Der Stall ist auch ein Symbol für die Durchlässigkeit, dass wir mit der Natur verbunden sind, mit der Erde verbunden sind, mit dem Himmel verbunden sind, mit den Engeln verbunden sind, mit den Sternen verbunden sind, also auch diese Allverbindung. Ja, und dann kommen die drei Weisen aus dem Morgenland, unglaublich hohe Meister, die in alles Wissen eingeweiht worden sind, die sich auskennen mit Astrologie, Mathematik, also wirklich in die hohen Künste der Wissenschaft. Und sie kommen und sie können den letzten Weg nicht gehen. Sie müssen die Krone abnehmen und den Hirten folgen, weil die Hirten symbolisieren die guten Kräfte des Herzens. Und die Hirten bringen sie dann in das Zentrum hinein. Und in diesem Bild ist das Zentrum wirklich, die fünfte Kammer des Herzens ist hier, in der alle Kräfte zusammenfließen. Die linke Seite, die rechte Seite, das innere Goldene, dieser göttliche Funken, der Himmel und die Erde. Ja, die Geisteskräfte, die gewaltig sind, die Krone, ja, auch wieder verbunden mit dem Herzen. Und von hier aus geschieht das Neue, geschieht das Wunder im Empfangen. Ja, hier wird das neue Licht geboren, direkt in uns. Das würde ich so mal als Bild hergeben, um dieses Zusammenfließen aller Richtungen im Herzen zu beschreiben. Und unser Herz ist eh ein besonderer Ort. Das Herz liegt in unserem Körper, wie die Erde auf ihrer Umlaufbahn. Und es ist aufgebaut im goldenen Schnitt. 2/3 der Muskulatur liegen auf der linken Seite, 1/3 auf der rechten. Und die fünfte Kammer des Herzens ist genau in der Mitte. Also genau im Zentrum, 4. Aurikel hinten. Und das bedeutet, dass unser Herzzentrum nicht auf die linke Seite fokussiert ist und auch nicht auf die Muskulatur, die da ist, sondern dass wir ein ganz großes Herzfeld haben und das ist unser Torusfeld. Und es gibt eine ganz einfache Übung, um ins Herz zu kommen und das ist das Kreuz. Ja. Ja, wenn wir uns ins Kreuz stellen, Beine gerade, Hände ausgestreckt und wirklich durch die Handflächen, durch den Scheitel und durch die Fußsohlen atmen und hier halten und alles wieder zurückströmen lassen, baut sich das Herzfeld auf. Ja, und das Herzfeld ist verbunden mit mir selbst und mit dem Bezug zu allem Leben außenrum. Mhm. Und aus dem Zentrum des Herzens formt sich der Weg. Ja, strömt die Liebe und die strömt, wo immer ich bin. Die ist nicht festgelegt auf ein Ziel oder irgendwohin, sondern sie ist einfach da. Liebe ist immer da. Ja, und es geht darum, dass wir uns öffnen für die Liebe zu uns selbst und für die Liebe zu allem Leben. Und dass wir all die Kräfte, die wir haben, in unserem Zentrum vereinen, dass sie zusammenfließen dürfen. Ja. Mhm. Und das Herz ist oft sehr still, das versteht ohne Worte. Das sieht, das fühlt, ja, weil hier kommt auch Seele und Geist zusammen. Gibt es auch ganz einfache Übungen. Wir haben jetzt lange aus dem Geiste gelebt. Die Sonnenkraft, das männliche Prinzip, das war sehr dominant. Aber es gibt eben noch das fühlende und das weibliche Prinzip, das Seelenprinzip.
Und im Herzen kommt Seele und Geist zusammen, das Wasser und das Licht. Mhm. Ja. Und dadurch erfassen wir das gesamte Feld und nicht nur einen Teilbereich. Mhm. Wir erfassen was viel Größeres, eine Verbundenheit mit allem. Ja, und wenn wir aus dieser Verbundenheit gehen, dann sind manche Dinge für uns gar nicht mehr möglich. Die wollen wir gar nicht mehr. Das stimmt. Weil einfach die Liebe sagt, nein, das fühlt sich nicht gut an. Genau. Ja. Mhm. Wenn wir aus dem Kopf leben, sind wir zu vielen Dingen fähig, die wir vielleicht hinterher bereuen und die uns leid tun oder die auch gar nicht der Liebe entsprechen. Mhm. Zum Beispiel Waffen. Wozu sind Waffen gemacht? Um zu töten. Ja. Sie sind niemals gemacht, um Liebe zu geben. Ja, sondern sie haben nur ein Ziel, Leben zu töten. Ja, und die Liebe ist Leben, ist genießen, ist erfahren, ja, ist sich öffnen, ist also eigentlich fast das Gegenteil davon. Mhm. Und es ist so interessant, dass die Liebe wirklich auch das Schlüsselwort aller Religionen sind, aber dass sich die Religionen nicht in diesem Schlüssel begegnen. Ja, im Grunde genommen, wenn wir alles zusammentun würden, hätten wir den Lebensbaum mit verschiedenen Qualitäten, verschiedenen Sichtweisen. Es wäre wie wenn ein Puzzle zusammenkommt, in dem die Vielfalt wieder in die Einheit zurückgeht, aber die Vielfalt auch sein darf. Ja. Ja? Mhm. Und dann entsteht Respekt, dann entsteht Wertschätzung und dann entstehen neue Wege. Und für mich ist diese Geschichte, die ist so wunderbar, wo sich ganz viele Religionsführer treffen und nach kurzer Zeit ist ein Riesenstreit im Gange, ja. Und sie schlagen sich fast die Körper ein und ein weißer Mann sitzt dabei und er sagt, wollen wir nicht darüber sprechen, wie jeder von uns Gott erfährt? Und sie haben tagelang, wochenlang gesprochen, wie erfahre ich Gott? Und jeder hat andere Wege, das Göttliche oder die Liebe zu erfahren. Ja. Ja, und dann entsteht Verbundenheit. Mhm. Und von daher aus dem Kopf rausgehen, aus dem Verstand, so und so muss es sein und dieses Modell ist nur richtig und nur so sind alles Modelle. Die Welt ist, wie du denkst, dass sie ist. Ja? Aber im Herzen spüren wir diese Verbundenheit. Ja, wir sehen, dass jeder Mensch nach dem gleichen Muster aufgebaut ist. Wir sind alle im Fünfstern aufgebaut, im Pentagramm, wenn man es genau will. Mhm. Ja? Wir sind alle in heiliger Geometrie aufgebaut. Wir haben alle den goldenen Schnitt in uns. Dieses Herz liegt bei uns allen an der gleichen Stelle. Dann erkennen wir in der Verschiedenheit die Einheit und das göttliche Feld, aus dem wir alle miteinander kommunizieren. Mhm. Eine Mutter aus Europa kann mit einer Mutter aus Afrika kommunizieren, genauso wie eine Mutter aus Indien oder aus anderen Ländern. Ja? Weil man sieht das, man weiß, man spürt einfach, man weiß, ja, ihr geht es genauso wie mir, ich kann das verstehen, ohne dass ein Wort fällt. Ja. Ja, und es gibt so eine gewisse Sprache, seine Lichtsprache oder eine feinstofflich-telepathische Sprache oder ein Muster, ein Urmuster, in dem wir miteinander kommunizieren. Mhm, genau. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, aus dem Kopf immer wieder uns im Herzen zu zentrieren. Gerade jetzt auch im Venusjahr, ja, in dem eben die Liebe und auch die Verbindung eine größere Bedeutung erhält. Ja. Mhm. Aber ja. Ich habe noch gar nichts zur fünften Herzkammer groß gesagt. Ja. es ist einfach das, was da sein möchte jetzt. Ja, ja. Ne, es ist schon, also ich versuche es halt immer ein bisschen lebendig in Bildern zu kommunizieren, ja. Weil auch das Herz spricht in Bildern, ja, in Symbolen, es hat eine andere Sprache. Ja. Und die fünfte Herzkammer, da kann ich ja noch mal kurz drauf eingehen, ist der Dodekaeder, der heiligste der platonischen Körper, der Fünfstern. Und das Innerste der fünften Herzkammer ist wiederum das Pentagramm. Ja, und Dr. Harnisch hat 1920 die fünfte Kammer im Herzen entdeckt und sichtbar gemacht. Leider sind die Dokumente wie bei so vielen Dingen genommen worden, weil in dieser fünften Herzkammer sind wir verbunden mit allem Leben, sind wir verbunden mit dem göttlichen Funken in uns, mit dem Licht in uns. Es gibt aber ein schönes Bild, das habe ich mitgebracht, von der Beate Elise. Die hat das sehr schön gezeigt, hier die fünfte Herzkammer, mit dem lebendigen Wesen in uns, ewig aufrecht stehend, ewig jugendlich, ewig strahlend und frei. Und wenn wir mal schauen, dann haben wir hier einmal das Kreuz,
Aber in der Ursprache haben wir auch das Ankh. Das wollte ich gerade sagen. Der lebendige Schlüssel des Lebens ist in uns direkt im Herzen. Das ist der Schlüssel zu allem Leben. Und man muss sich einfach vorstellen, wir sind heilige Geometrie. Und wenn wir uns als in Form gebrachte Ewigkeit wieder mit dem Muster verbinden, dem Göttlichen, dann strömt Energie durch. Wenn aber eine Form aus dem Muster genommen wird, fühlt sie sich getrennt. Mhm. Ja, und deswegen ist die heilige Geometrie so wichtig, weil wir uns wieder verbinden mit dem Urmuster und damit das Licht durch alle Ebenen und Dimensionen durchfließen kann. Ja, und das Erwachen geschieht genau aus dem Herzen heraus, in diesem Wesen. Dieses Wesen, dieses Seelenwesen, das kann sich ausdehnen in die Geometrie unseres Körpers hinein. Und dann ist es so, wie wenn ein größeres Wesen, Seelenwesen erwacht und die Zellen immer schneller und heller anfangen zu schwingen. Und dann lösen wir uns quasi in die größeren Dimensionen auf, sind aber immer noch genau hier. Mhm. Ja, und unser Körper und dieses Wesen dient dem Erwachen. Wie würdest du das jetzt ganz praktisch so für unsere Zuschauer erklären? Also einfach sich verbinden oder wie würdest du das so als Tipp, wie kann jemand sich damit verbinden? Also wichtig ist, herzzentriert zu sein. Die schnellste Übung, die wir machen können, ist einmal das Kreuz, dass wir uns genauso hinstellen, durch die Handflächen, durch den Scheitel und durch die Fußsohlen atmen. Ins Herz kommen, dieses Licht fühlen und das Licht einfach ausdehnen. Mit der Atmung. Ja. Und dann wieder in die Kammer zurückatmen und wieder ausdehnen. Und dass wir für einen Moment am Tag wirklich verweilen hier im Raum des Herzens, weil das führt noch tiefer. Wir leben oft nur an der Oberfläche. Ja, und das nächste ist, dass wir hier unten wirklich in uns ganz hineinkommen, bis zu den Füßen. Und hier ist wirklich dieses innerste Wesen und das kann man schön aufbauen, wenn man sich mit seinem Zentrum, seiner Mitte verbindet, indem man ins Andreaskreuz geht. Das ist quasi dieses Andreaskreuz, kennt man vom Bahnübergang. Ja? Und indem wir auch hier über die Hände, Fußsohlen und den Scheitel einatmen, auch 3-4 Mal sammeln, das Licht ausdehnen, dann kommen wir genau ins Zentrum. Das ist die schnellste Erdungsübung überhaupt, weil wir dann auch in den Füßen sind. Dann sind wir wirklich mit uns im Gesamten verbunden. Und dann können sich die Ebenen Seele, Geist und Körper abgleichen. Ja? Ja. Und die Seele ist ja Teil unseres Körpers. Deswegen sind unsere Körperempfindungen auch sehr wichtig. Und wenn die Seele nicht mehr will, dann kann der Geist machen, was er will. Deswegen ist es wichtig, dass wir Kontakt zu uns selber bekommen, dass wir in das Selbstgespräch gehen, in die Selbstliebe. Ja, weil wenn wir satt sind, wenn wir erfüllt sind, dann können wir auch der Welt sehr viel geben. Ja, und da kommen wir hin, indem wir mal unsere Hände wirklich auf den Bauch legen, uns mit unserem inneren Wesen verbinden und einfach mal mit uns selber sind und uns vorstellen, dass unser inneres, feines, zartes Wesen seine Hände in unsere Hände legt. Und dass wir lernen, uns zu spüren, uns zu fühlen. Wie geht's mir? Was brauche ich? Was sagt mein innerstes Wesen dazu? Wie fühlt es sich? Und dass wir uns selber nicht mehr weglassen. Merkt ihr die Wärme, die da kommt? Mhm. Ja, und bei vielen ist es so dieser erste Schritt, dass wir uns selber vergeben, weil wir uns ganz oft mit unserem eigenen Geist überblasen. Wir überhören unsere Bedürfnisse, wir gehen über uns hinweg. Ja, wie auch die Menschheit über vieles hinweggeht, was die Natur geschaffen hat. Ja, und wenn wir zu uns selber kommen, gehen wir nicht mehr über uns hinweg. Da merken wir, oh, ich bin müde, ich lege mich nachher mal eine Stunde hin. Dann tanke ich auf und wenn ich aufgetankt bin, kann ich viel geben. Ja, und das ist auch so ein ganz wichtiger Rhythmus, innen, außen, oben, unten. Ja, und wenn ich selber, ich bin verantwortlich für meinen Körper, ich bin verantwortlich für mein Energiefeld. Und wenn das schön stabil und aufgeladen ist, dann kann ich auch der Welt und meinen Mitmenschen und allem viel geben, Schritt für Schritt. Mhm. Ja, dann kann auch die Energie fließen und strömen. Mhm. Und ich glaube einfach, dass wir uns nicht mehr weglassen, dass wir wirklich zu uns kommen und selber verzeihen für alles, wo wir uns selber nicht hören, wo wir uns überblasen, wo wir schlecht mit uns selber umgehen. Zu allen sind wir lieb, zu allen offen, aber uns selber bringen wir bis an den... ja, das kennt, glaube ich, jeder. Ja, da,
da darf ein Umfühlen oder eine Umstellung stattfinden. Dass so wie eine, wie soll ich sagen, so eine Kurve entsteht, ne? Mal nach innen, mal nach außen, Tanz entsteht, in der wir uns aufladen, weil alle Kraft kommt von innen. Wenn unsere Seele genährt ist, geliebt und satt, kann sie sehr viel geben und bringen. Ja. Ja, yes, und wenn wir aufgeladen sind, dann können wir auch wirklich viel halten und tragen und machen und uns verbinden. Mhm. Ja. Was kann denn jetzt jemand tun? Ich habe gerade so an meine Söhne gedacht. Die Menschen, die so ganz, die wirklich so im Leben stehen, die einfach morgens in die Arbeit gehen müssen und so, ne, so im Außen sind, gibt es da auch so eine einfache Übung, was die auch tun können, um immer wieder bei sich auch anzukommen? Ja, also es gibt sehr viele Übungen. Ja, ja. Ja, ich meine, es gibt unzählige Übungen. Die Frage ist, machen wir das? Ja. Sind wir bereit, zu uns selber zu kommen? Sind wir bereit, nach innen zu gehen? Mhm. Sind wir bereit? Und das kann jede Seele, der Wille ist frei, nur für sich entscheiden, ob er bereit ist, wirklich hier zu sich zu kommen. Jeder von uns hat einen Seelenplan, jeder von uns ist verbunden und es ist so, dass wir viel außerhalb dieses Plans machen können, aber irgendwann wird es uns einholen. Dann werden wir krank. Krankheiten kommen immer aus der Seele. Ja, und die Krankheiten dienen oft dazu, eine Kurskorrektur vorzunehmen. Viele kommen in diesen Krankheitsphasen sehr zu sich selber und fragen sich, will ich das so weitermachen oder nicht? Und oft ist nach einer großen Krankheit wirklich ein ganz großes Umdenken geschehen oder ganz neue Wege entstanden. Ja, für mich ist so eins der wunderbarsten Beispiele Brandon Bass. Ja. Ja, die kennt bestimmt jeder auch so, dieses wirklich Umdenken und wirklich dann das Bringen, wozu man hier auf die Erde gesandt wurde. Man gleicht sich wieder ab mit seinem Seelenplan, ja, man erwacht oder man tut sich noch mehr Pillen drauf und dann ist irgendwann einfach um. Dann sagt die Seele so, jetzt ist es gut und wir gehen mal, wir machen mal einen Neustart. Ja. Ja. Und von daher, es gibt viele Momente im Leben, in der wir Wake-up-Calls kriegen, Hinweise bekommen. Und die Frage ist, sind wir bereit, sie zu hören? Sind wir bereit, Schritte zu tun in die richtige Richtung? Sind wir bereit, uns umzustellen? Ja, sind wir bereit, neue Wege zu gehen oder bleiben wir bequem in dem Trott? Ja, wir sind ja sowieso auch als Menschheit in einer sehr großen Umbruchsphase. Mhm. Es kann ja so nicht weitergehen, wie es jetzt läuft. Und es darf jetzt viel Neues kommen und das kommt auch von innen heraus. Ja. Ja. Mhm. Und es ist auch so, dass immer mehr Menschen aufwachen, sich immer mehr auch an ihre inneren Kräfte wenden. Wir alle sind verbunden mit dem Licht. Wir sind in erster Linie geistig-seelische Wesen, die für eine gewisse Zeit eine menschliche Erfahrung machen. Und als geistig-seelische Wesen haben wir Zugang zu allen Dimensionen und Ebenen des Geistes. Auch zu hohen Lichtebenen, die uns inspirieren. Oft kommen auch Menschen in ein Umdenken durch die Engel. Ja? Mhm. Für mich war zum Beispiel ein ganz, ganz entscheidendes Ereignis, der Tod von meinem Bruder. Da bin ich in den großen Schmerz gefallen und ich saß da und ich habe gedacht, ich kann den Verlust fast gar nicht verkraften. Und ich habe wirklich gebetet. Mm. Und in dieser Nacht sind mir zwei goldene Engel erschienen. Die haben mich wirklich eingehüllt in Licht. Und es war alles nur noch hell und ich wusste, sie sind da und ich kann hier weitergehen. Ja. Und so haben wir meistens in diesen Lebensphasen sehr große, da öffnen wir uns für den Geist, da öffnen wir uns für den Raum, da öffnen wir uns für das, was es zwischen Himmel und Erde noch gibt. Da fragen wir uns, wozu bin ich hier? Warum bin ich eigentlich hergekommen? Welchen Sinn hat dieses Leben? Und wenn ja, erfülle ich den Sinn mit dem, was ich gerade tue? Aber diese Punkte entscheidet jede Seele für sich. Und wir haben ja, da wir ja ewige Wesen sind, alle Zeit der Welt. Ja. Ich glaube, das in dieser Inkarnation oder fünf weitere machen, das spielt eigentlich keine Rolle. Mhm. Weil Liebe hat immer alle Zeit der Welt. Mhm. Genau, ja. Ja, liebe Jan, hast du noch so vielleicht eine Herzensbotschaft auch um, das Thema ist ja auch in Liebe zu leben, sprechen wir auch schon die ganze Zeit drüber, vielleicht noch eine Herzensbotschaft für die Zuschauer zu Hause. Ja, ich habe so zwei Punkte, die mir immer sehr helfen. Und das eine ist, ich war ja viel fliegen, ich war viel in der Welt unterwegs, ich war ganz wenig zu Hause oder auch mit Menschen zusammen, die ich liebe, weil ich ja immer wieder auch nach Japan geflogen bin und nach Indien. Und
für mich war es einfach wichtig, in der Liebe immer zu sein. Und mein Lieblingszitat war immer, wenn du nicht mit den Menschen zusammen sein kannst, die du liebst, dann liebe die, mit denen du zusammen bist. Und auf diese Weise kann die Liebe immer fließen. Und auch im Raum des Herzens sind wir immer mit allem verbunden. Ich habe das auch schon selber erfahren, auch mit meinen Kindern, wenn da was war und ich war gerade weit weg. Mhm. Und ich habe sie einfach im Geiste in mein Herz genommen. Ich habe sie gewogen, ich habe sie in Licht gehüllt. Und sie haben das zu Hause ganz deutlich gespürt. Also sie guckten mich dann, Mama, du warst doch da. Und da habe ich gemerkt, ja, diese Verbindungen im Herzen sind für immer. Und Entwicklung hört nie auf, weil wir in erster Linie seelisch-geistige Wesen sind. Das ist so die eine Botschaft. Und die andere Botschaft, die ist mir auch sehr wichtig, das, was die Liebe zusammenführt, kann der Mensch nicht trennen, auch wenn er es versucht. Ja, und wir sind aus der Liebe zusammengeführt worden. Ich weiß, es ist jetzt wirklich ein Puh, ne? Ja, wir werden aus der Liebe zusammengeführt. Ja, und dadurch entsteht ja erst die Verbindung und dann verstricken wir uns. Und wie oft haben wir schon die Kabel durchgeschnitten und versucht, uns zu trennen und zu lösen und zu vergeben. Das kennt jeder. Wir machen das Herz, wir gehen in unser Herz und sie sind immer noch da. Ja, obwohl wir schon 3-4 Jahre daran arbeiten, mit dem, was die Liebe zusammengebracht hat, das zu lösen mit unserer menschlichen Sicht. Und es ist einfach sehr wichtig, nur die Liebe kann es lösen, sonst nichts. Was die Liebe zusammenführt, kann nur die Liebe lösen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das in die Liebe zurückfließen lassen und anerkennen, dass es aus dieser geboren ist. Und dann kann sich das ganz lösen. Und das bedeutet vergeben, das bedeutet Gnade, das bedeutet loslassen. Das bedeutet, dieses Liebesfeld anzuerkennen, zu sagen ja. Zu schauen, was habe ich gelernt daraus? Warum hat die Liebe uns zusammengeführt? Ja, was wollte ich lösen? Und ja, die Liebe ist der Löser und sonst nichts. Ja, alles andere, was so geschieht, auch so, das will ich jetzt nicht mehr und der andere und Schuldzuweisung und so weiter. Wir werden merken, auch nach 3 Jahren, das gehört immer noch dazu. Ja? Ja, aber es darf dann auch, so wie Dinge immer zyklisch geschehen, vergehen. Man sagt immer, der Mist von gestern ist der Dünger für morgen. Ja, also alles erblüht neu auf den Erfahrungen, auf den Entwicklungen, die wir davor gemacht haben. Und deswegen kann man sie auch anerkennen. Aber das war für mich so ein sehr entscheidender Satz. Ich mache ja viel Ho'oponopono, ja. Vergebungsarbeit, wo ich gemerkt habe, ja, wenn die Liebe das zusammengeführt hat, dann wird es nur sie lösen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir es in die Liebe zurückgeben und das der Liebe überlassen. Mhm. Ja. Wunderschön, also einfach so, wie du sagst, so in die Liebe zurückgeben. Nicht in Groll und Verbitterung, ja, und in allem, genau, in uns halten, sondern wirklich dieser schwere Stein, dieser Brocken, der da drin ist, hochholen und ins Feld der Liebe zurückgeben, zu wissen, die Liebe kümmert sich am besten darum, dass es gelöst wird. Und auch nicht so festzuhalten, auch mache ich ja viele Arbeiten mit Ahnen und Eltern. Auch da sollte man sehen, dass das väterliche und mütterliche Prinzip universelle Prinzipien sind. Und dass auch unsere Eltern Seelen sind, die eine gewisse Erfahrung machen, die eine gewisse Geschichte haben, die mit bestimmten Dingen behaftet war. Und wenn wir uns wieder in diesen universellen Kräften ausrichten, wirklich in dem göttlich-weiblichen und göttlich-männlichen, werden wir erfahren, dass es immer wieder Menschen gibt, sowohl aus dem männlichen Bereich wie auch aus dem weiblichen, die uns ein Stück an die Hand nehmen, auch Tiere, auch Pflanzen, auch Bäume, weil sie universelle Prinzipien sind. Vielleicht kennst du das auch, dass dann die Nachbarin kommt und dich an die Hand nimmt, ja, und dir ein Stück die Mütterlichkeit schenkt. Oder dass fremde Frauen, die du irgendwo triffst, merken, oh, da ist das traurig, und dich einfach umarmen oder dich ein Stück mitnehmen oder dich fördern oder auch Das männliche Prinzip, wenn der Vater jetzt nicht so anwesend war, dass es da auch männliche Begleiter gibt, die sehr väterliche Züge haben, weil es universelle Prinzipien sind. Und wir kriegen sie immer wieder geschickt. Die Frage ist, können wir das annehmen? Können wir das erkennen? Ja, es sind manchmal auch männliche Tiere, die uns begleiten und beschützen. Oder es können auch
der Chef sein, der dich fördert und dich väterlich ein Stück weit begleitet oder. Ja, also da gibt es so viele unendliche Möglichkeiten, wenn wir uns für die Universalität des väterlichen und mütterlichen Prinzips öffnen. Mutter Maria, der heilige Josef, ja, auf der geistigen Ebene, das hört einfach nicht auf. Ja. Ja, und da kann ganz viel Heilung reinfließen bis zu unserem inneren Kind, bis zu dem göttlichen inneren Kind, weil diese Prinzipien sind immer da. Mhm. Ja, wir müssen hier auf nichts verzichten. Wir dürfen uns einfach nur wieder ausdehnen und erweitern in diese universellen Prinzipien. Und dann werden wir auch sehen, wie oft uns aus dem Göttlichen genau das geschickt wurde, was wir gebraucht haben. Wir wollten es aber allerdings von dem und haben da festgehalten. Aber der war vielleicht gerade aufgrund seiner eigenen Situation nicht in der Lage, das uns zu geben. Aber dann hat das Göttliche gesagt, dann kommt eben der, der ist jetzt bereit. Ja. Die Frage ist, sehen wir das? Mhm. Ja? Und das passiert, wenn wir uns wirklich so öffnen in das Liebesfeld, dann sehen wir die Liebe, die immer da ist, die uns trägt, sowohl im Männlichen wie im Weiblichen, wie auch hier auf Erden. Sozusagen, es gibt viele Eltern, oder? Oder es, Mutter, Vater, so. Es gibt immer mal Vertreter, sage ich ja, mal genau. So, ja, also so, die uns geschickt werden. Ja. Ja, vielleicht kennt man das, ich kenne es jetzt von meinen vielen Reisen, dass dann jemand aufgetaucht ist, der mich für eine Zeit lang sagt, komm, ich nehme dich mit, ne, und bring dich dorthin. Oder als ich in Australien mein Gepäck verloren habe, da kam eine Frau, die hat mich aufgenommen, war sehr mütterlich zu mir. Und das ist, ich habe das einfach weltweit erfahren, ja, dass es so ist, dass wir getragen werden in dem Feld. Wenn wir uns nicht beschränken auf, der muss mir das geben und nur der, ja, er kann es halt gerade nicht. Ja. Mhm. Wenn wir wirklich uns mehr in diese Bedingungslosigkeit und in dieses unermessliche Liebesfeld, das durch alles wirkt, hin ausdehnen. Und die Engel und auch die geistige Welt hilft uns jederzeit. Und ich habe auch schon sehr viele Wunder erfahren mit Mutter Maria. Das ist so meine persönliche Begleitung. Und ich habe auch gemerkt, gerade ich habe auch mal eine Zeit lang Menschen begleitet auf die andere Seite und auch Menschen begleitet im Verlust. Und ich habe gemerkt, dass viele in diesem Prozess nicht loslassen können, weil sie Vorstellungen haben von Strafe, von Sünde, von Hölle, ich weiß nicht was alles. Und wenn ich dann kam mit einem Bild von Mutter Maria und ich habe gesagt, auf der anderen Seite wartet nur die Liebe für dich. Und ich habe gesagt, sie ist da und sie nimmt dich in Empfang. Dieses mütterliche, liebende Prinzip, das sich freut über jedes Kind, über jeden Sohn, jede Tochter des Lichtes. Ja, dann habe ich gemerkt, wir kamen morgens hin, dann hatte sie das Bild auf ihrer Brust und konnte ganz sanft gehen. Und das ist einfach so wichtig, auf uns wartet die Liebe. Ja. So ist es. Ja. Ja. Und sie ist schon da, sie ist geduldig. Genau. Ja, wunderschönes Schlusswort, würde ich sagen. Ne, auf uns wartet die Liebe. Ja, vielen Dank für das Gespräch und für die viele Liebe, die jetzt hier so auch geflossen ist und dass du dabei bist. Ich freue mich echt sehr darüber. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein kann. Ja, ihr Lieben, ich glaube, wir brauchen gar nicht mehr so viel sagen. Es ist einfach die Energie, die fließt. Und ja, alles, alles Liebe euch.